koche dir was Schönes, wenn du kommst. Früher schon eine ganz enge Verbindung. Ich wusste gar nicht, dass du überhaupt einen Neffen hast. Naja, ich habe ihn jetzt 10 Jahre nicht gesehen. 10 Jahre? Aber ich schicke ihm zu jedem Geburtstag eine hübsche Karte. Das nennst du enge Verbindung? Es gibt doch sowas wie eine innere Verbindung. Da spielt Entfernung keine Rolle. Das hat dann sowas Telepathisches. Mhm. Ach, und ich bin Bennys großes Vorbild. Und da will er jetzt Polizist werden. Deswegen muss ich ihm natürlich helfen. Warum bewirbt er sich da nicht einfach? Na, hat er ja. Aber er hat beim Einstellungstest nicht so gut abgeschnitten. Da haben sie ihn nicht genommen. Hm. Was willst du jetzt machen? Tja, weiß ich auch noch nicht. Kennst du nicht irgendwelche wichtigen Leute bei der Akademie? Ich? Ja, irgendwas muss ich machen. Und das erwartet er von mir. Da darf ich ihn jetzt auch nicht enttäuschen. Hm. Herr Krabbel, denken Sie bitte an die Vorplanung für die Dienststunde. Sie gehen schon? Ja, ich habe noch ein Treffen mit dem Leiter von der Akademie. Ich meine, so ein Einstellungstest, der sagt doch überhaupt nichts aus. Herr Krabbel, wirklich, ich habe es sehr eilig. Und im Sport hat er sehr gut abgeschnitten, nur im Schriftlichen hat er ein bisschen Probleme. Also, das kann auch mal vorkommen. Da ist man nervös, da ist man aufgeregt, da macht man Fehler. Kennen Sie das denn nicht? Nein. Ja, also ich schon. Das liegt bei uns in der Familie. Wir haben alle ganz schrecklich Prüfungsangst. Also ich wäre beinahe durch mein Abitur durchgefallen. Ich war so nervös. Ich hatte ganz schlimmen Durchfall. Krabbeln. Aber ich hatte eine Lehrerin. Die hat an mich geglaubt. Die hat irgendwas in mir gesehen, trotz meiner miesen Noten. Und wenn die damals nicht gewesen wäre, dann wäre ich heute nicht hier. Und Benny ist genau wie ich. Der braucht jetzt jemanden, der an ihn glaubt. Gut, der ist vielleicht ein bisschen langsam, ein bisschen zu sensibel. Aber wenn immer nur die Lauten und die Starken weiterkommen, dann ist das auch nicht gut für unseren Staat. Herr Krabbe, selbst wenn ich wollte, ich habe mit der Auswahl der Polizeianwärter nichts zu tun. Ja, aber Sie treffen gleich den Leiter der Polizeiakademie. Klüngelei ist nicht mein Stil. Sie müssen nur ein gutes Wort für ihn einlegen. Hofmann heißt er, Benny Hofmann. Bitte, Frau Köppers. Schönen Feierabend, Herr Krabbe. Ich dachte, vielleicht so hier, weißt du? Du bist überhaupt nicht der Typ für ein Tattoo. Genau, genau, darum geht's. Was Neues ausprobieren. Dann kauf dir neue Klamotten. Neue Klamotten, das kann doch jeder. Dann mach irgendwas mit deinen Haaren. Neue Farbe, neuer Schnitt. Caro fand meine Haare mal toll. Ah, es geht also um Caro. Es geht überhaupt nicht um Caro. Es geht überhaupt nicht um Caro. Sondern? Ich unterhalte mich gerade mit Mats. So, ab geht's. Bis Freitag. Das kommt morgen nicht. Ich hab 2 Tage Lehrgang. Tschüss. Du, das soll ja kein peinliches Tattoo werden, sondern ein cooles. Ja, was denn? Ein Arschkrawall? Ein Tiger im Sprung. Dann müssen wir mal raus. Nina? Ja, was ist los? Es brennt. Komm mal. Okay, falls ich noch Fragen habe, klopfe ich noch mal. Okay. Wie sieht's aus? Anscheinend hat der Laden zuerst gebrannt und dann ist das Feuer nach oben in die Wohnung gestiegen. Ist jemand verletzt? Ja, der Ladenbesitzer, den hat's auch ziemlich schwer erwischt. Er ist anscheinend in Panik geraten und mit dem Kopf gegen die Heizung geknallt. Keine Ahnung, wie lange er da bewusstlos gelegen hat. Wer wohnt denn in der Wohnung oben drüber? Bilal selbst und seine Enkelin, die war aber zum Glück nicht da. Der Ladenbesitzer heißt Bilal? Ja, wieso? Mehdi Bilal? Kennst du ihn? Seine Enkelin, sie ist in meinem Karatekurs. Sie erzählt immer von ihrem Opa. Ich glaube, sie liebt ihn über alles. Irgendjemand muss sie informieren, was passiert ist. Hast du eine Ahnung, wo sie sein könnte? Nina? Ja. Finde sie. Hey, Lamia. Hi, Nina. Was machst du denn hier? Brauchst du Hilfe? Du, das Scheißteil ist leider vollkommen im Arsch. Soll ich dich mitnehmen? Bist du nicht im Dienst? Steig einfach ein. Boah, Birgit hat mich schon vor einer Stunde angerufen und sich gewundert, wo ich bleibe. Das ist wahrscheinlich kurz vorm Durchdrehen.
Lamia. Kommst du eigentlich zu meiner Vereidigung? Du musst kommen. Ohne dich hätte ich mich gar nicht an der Akademie beworben. Hättest du bestimmt. Nie im Leben. Barbara Gitte hat mir immer beigebracht, dass Polizisten Unglück bringen. Und glaubt er das? Sie haben mal nachts um 4 aus dem Bett geklingelt. Da waren meine Eltern mit dem Bus verunglückt. Komischerweise hat er vor Bussen keine Angst. Da musst du links. Wo fährst du hin? Du kannst nicht nach Hause. Bei euch hat's gebrannt. Was? Dein Großvater liegt im Krankenhaus. Wieso ist Gitte im Krankenhaus? Was hat er? Er wird behandelt. Mehr weiß ich im Moment auch nicht. Oh, Entschuldigung. Ich glaube, ich habe mich in der Tür geirrt. Onkel Hannes. Benny? Ja, nee, ich bin jetzt nicht mehr Benny. Ich heiße jetzt Beule. Was? Ja, komm, ich stell dich meinen Kameraden vor. Hm? Na, hier wohnst du jetzt also? Ja. Jungs! Das ist Duffy. Duffy, das ist mein Onkel Hannes. Und das ist Arne. Arne, das ist mein Onkel Hannes. Tach. Ah, oh, sieh mal, kräftigen Hände drauf. Bin ja nicht schwul. Da willst du auch ein Bierchen? Nee, danke. Sag mal, was sehen Sie mit der Akademie? Nehmen die mich oder nicht? Ja, also, ich habe mit meiner Vorgesetzten gesprochen. Deine Vorgesetzte ist eine Frau? Ja, warum nicht? Ja, und was sagt sie? Ja, also, es sieht leider nicht so gut aus. Wieso nicht? Ja, es gibt Vorschriften und du hast in dem Test eben nicht gut abgeschnitten. Es tut mir leid. Ja, gut, was soll ich machen? Ich bin nicht der König von der Polizei. Wir leben hier in einem demokratischen Recht. Ja, aber wem sage ich das? Mucki? Der muss inzwischen schon uralt sein. Es ist nicht Mucki. Es ist Siegfried. Mucki hat vor 3 Jahren Selbstmord begangen. Wie bitte? Ist mit dem Kopf in die Gitter und hat sich selbst erwürgt. Boah, das ist doch furchtbar. Der Tierarzt hat gesagt, die Einzelhaltung war nicht gut für ihn. Deshalb habe ich Siegfried 1 hier auch zusammen mit Siegfried 2 und 3 gekauft. In der Gruppe fühlen sie sich einfach am wohlsten. Benny, wir müssen mal reden. Sag Beule zu mir. Nee, Beule ist kein Name, das ist eine Kopfverletzung. Alle meine Freunde nennen mich Beule. Das sind echt deine Freunde? Das sind Nazis. Wenigstens sind sie da, wenn ich sie brauche. Das ist unfair. Ich habe wirklich versucht, dir zu helfen. Du hast dich die letzten 10 Jahre nicht um mich gekümmert. Du hast nicht mal mitgekriegt, dass Mucki gestorben ist. Und jetzt auf einmal kommst du an und willst mir sagen, wer meine Freunde sind? Ich verstehe ja, dass du enttäuscht bist, aber mit der Akademie, das ist nun mal nicht so einfach. Du lässt dich von einer Frau rumkommandieren. Das ist mega peinlich. Es ist vielleicht ganz gut, dass du kein Polizist wirst. Die deutsche Polizei ist sowieso am Arsch. Es gibt doch eh nur noch Knechte und Kanacken da. Ich warte einfach, bis euer ganzes Scheißsystem zusammenbricht. Mach's gut, Benny. Ich heiß Beule, verdammt nochmal! Hey, wie geht's ihm? Rauchvergiftung und schwere Kopfverletzung. Sie haben ihn in ein künstliches Koma versetzt. Ich habe ein paar Sachen von Frauke mitgebracht. Die müssten da mehr passen. Ihre Eltern leben nicht mehr. Der Großvater ist alles, was sie hat. Vielleicht kommt er ja durch. Ja.
vielleicht. Ach du Scheiße! Nee. Das ist nicht dein Ernst, oder? Wieso, gefällt's euch nicht? Also ich find's gut. Mal was anderes, ne? Bisschen frischer, nicht so spießig. Also, wenn du es gut findest. Das ist ja die Hauptsache, ne? Man ist immer so schön, wie man sich fühlt. Ich gehe dann auch mal, ne? Ja, ich komme mit. Also normale Männer kaufen sich ein dickes Auto oder ein Motorrad, wenn sie in der Midlife-Crisis sind. Hör bloß auf, sonst macht das als nächstes. Also ich glaube, er kommt einfach nicht drüber weg, dass Caro ihn betrogen hat. Hat er mit dir darüber geredet? Also ich dachte, du bist die, mit der er redet. Habe ich auch gedacht, aber neuerdings schweigt er mich lieber an. Mach dir nichts draus. Männer reden nie über ihre Probleme. Frau Küppers, ich wollte mich bei Ihnen entschuldigen. Entschuldigen? Wieso? Wegen gestern. Sie hat natürlich völlig recht. Mein Neffe, Benny. Errichten Sie ihm schöne Grüße aus. Seinem Studium auf der Akademie steht nichts im Wege. Was? Es wird erwartet, dass er sich im Sekretariat meldet, möglichst zeitnah. Dann kann er gleich zum nächsten Semester beginnen. Das war eine Ausnahme, Herr Grabbe. Ihnen zuliebe. Jetzt kann ich nur hoffen, dass Ihr Neffe uns beide nicht enttäuscht. Guten Tag. Herein. Moin, Frau Küppers. Wir kennen jetzt die Ursache des Brandes, die Kathi. Ich habe eine neue Frisur. Jetzt, wo Sie es sagen. Sieht irgendwie frischer aus, ne? Nicht so spießig. Was sagten Sie, war die Brandursache? Brandstiftung. Ist es sicher? Ziemlich. Gibt es einen konkreten Tatverdacht? Nicht direkt. Drücken Sie sich bitte etwas klarer aus, Herr Schirmer. Was ist los? Wir sollten den Staatsschutz informieren. Das muss eine ganze Gruppe gewesen sein. Einer kippt den Kanister aus, einer besprüht die Wand, ein paar Leute stehen Schmiere. Die hätten mal lieber jemanden mitnehmen sollen, der die deutsche Rechtschreibung beherrscht. Widerstand mit IE. Idioten. Das ist vielleicht ein Hinweis. Was ist für ein Hinweis? Keine Ahnung, irgendeine Nazi-Botschaft. Hilfe? Wir sind blöd? Also die Nachbarn meinen, hier gibt's keine Nazis. Was glauben denn die Nachbarn, was das ist? Die sind alle eher geschockt. Medi Bieler scheint hier sehr beliebt zu sein. Ja, aber wenn jemand seinen Laden abfackelt, kriegt keiner was mit. Wie geht's Herrn Bilal eigentlich? Unverändert. Hat er in letzter Zeit mal Stress mit Rechten? Keine Ahnung. Ich weiß nicht viel von ihm. Und seine Enkelin? Die haut mich beim Parade regelmäßig auf die Matte. Wenn ich ein Neonazi wäre, würde ich mir ein anderes Opfer suchen. Also wenn man sich den I-Punkt anguckt, dann ist das ein ziemlich charakteristischer Kringel. Willst du jetzt von Tür zu Tür gehen und einen Handschriftenabgleich machen? Der Teufel steckt manchmal im Detail. Ich war nicht schon mal vor, ich kann überhaupt nicht kochen. Wenn Bobby geht über diese Scheiße drauf geht, ist es meine Schuld. Du weißt genau, dass es nicht stimmt. Ich kenne die Typen, die es gemacht haben. Die sind in meiner Klasse. Weißt du noch, der platte Reifen? Das waren auch die. Einen Reifenblatt zu stechen ist was anderes, als einen Laden anzuzünden. Die haben ja auch schon die Bremse durchgeschnitten und den Lenker angesägt. Warum hast du nie was gesagt? Damit ich dastehe wie ein kleines Mädchen, das sich in die Hosen scheißt. Darauf warten die doch nur. Wer sind die Typen? Was wollen die von dir? Das haben sie mir neulich auf den Tisch gelegt. Was ist das? Eine Botschaft, schätze ich. Die wollten mich umbringen, nicht Barbara Ginto.
aber Lamia, wir haben uns schon gewundert, warum sie nicht da ist. Hoffentlich wird der Großvater wieder gesund. So eine Rauchvergiftung ist ja nicht zu spaßen. Die Hitze, die Atemnot, das ganze Kohlenmonoxid. Was ist dagegen, wenn ich eine rauche? Wo haben Sie das her? Das? Ach, das ist so ein Erbstück. Auf meinem Nazi-Urgroßonkel Adi. Ich muss immer an ihn denken, wenn ich eine rauche. Weil er so ein toller Kerl war? Nee, weil er Lungenkrebs krepiert ist. Findest du es witzig? Irgendwie schon. Sie nicht? Ich find's witzig. Sie werden beschuldigt, eine Mitschülerin gemobbt und schikaniert zu haben. Wirklich? Wen denn? Außerdem glauben wir, dass ihr Bilals Laden angezündet habt. Gemeinschaftliche schwere Brandstiftung und Tateinheit mit schwerer Körperverletzung. Cool. Haben Sie dafür auch Beweise? Wo waren Sie gestern Abend zwischen 20 und 21 Uhr? Ich? Ja. Zu Hause. Kann das noch jemand bestätigen? Ich. Ich war auch zu Hause. Na, so ein Zufall. Sie können auch gerne unseren Mitbewohner fragen. Ihr habt bestimmt viele Freunde, die wir fragen können. Sehr viele Freunde. Okay. Dann erzählt ihr uns jetzt ganz detailliert, was ihr gestern wann und wie gemacht habt. Und dann fahren wir zu eurem Mitbewohner und fragen ihn, ob er den Abend ähnlich in Erinnerung hat. Einverstanden? Klar. Zu ihrer Zeit, die dabei drauf geht. Hättest du nicht eigentlich mitkriegen müssen, in was für Kreisen dein Neffe sich rumtreibt? Ich hab ihn doch so lange nicht gesehen. Und dann tust du ihm so einen Riesengefallen. Er war früher so ein guter Junge. Ich hab ihm immer Polizeigeschichten erzählt. Dann haben wir Rangabzeichen für seine Kaninchen gebastelt. Na, vor 10 Jahren. Menschen ändern sich. Ja, aber doch nicht so. Ein Mensch kann sich doch nicht so total grundlegend verändern. Die Brille ist zu viel, oder? Ich habe irgendwie das Gefühl, du nimmst mein Problem nicht ernst. Du hast überhaupt kein Problem, Hannes. Du gehst einfach zu Frau Küppers und sagst ihr, sie soll das alles wieder rückgängig machen. Nachdem sie sich gerade für ihn eingesetzt hat, wie stehe ich denn jetzt da? Und was glaubst du, wie sie da steht, wenn rauskommt, dass sie einen Nazi protegiert? Gott, das ist ein Albtraum. Wo habt ihr die Pizza bestellt? Das war Tiefkühlpizza, die haben wir nicht bestellt. Und was habt ihr getrunken? Ich Cola und Arne und Duffy Bier. Nach dem Essen? Bin ich auf mein Zimmer gegangen, hab meine Kaninchen gefüttert. Wann war das? So gegen 10. Ihr habt euch abgesprochen, oder? Deine Kollegen haben dich angerufen und dir gesagt, was du uns erzählen sollst. Nee, mich hat niemand angerufen. Ich habe mein Handy heute gar nicht eingeschaltet. Warum nicht? Weil mein Onkel mich die ganze Zeit anruft und ich habe keinen Bock, mit ihm zu reden. Darf ich das Handy mal sehen? Klar. Nationale Staffel Nord. Was ist denn das? Irgendeine Gruppe. Wie ist die PIN? 2004. Was denn für eine Gruppe? Keine Ahnung, dann müssen Sie Arno und Duffy fragen. Frag aber dich. Ich habe mit denen nichts zu tun. Die sagen mir nicht, was sie machen. Also entweder du bist wahnsinnig naiv oder dumm wie 10 Meter Feldweg. Du hattest 10 Anrufe, die von unserer Wache ausgegangen sind. Ja, mein Onkel, sag ich ja. Was für ein Onkel? Mein Onkel Hannes. Dein Neffe ist ein Neonazi? Das kann man doch jetzt so nicht sagen. Wir haben eine 2 Meter breite Hakenkreuzflagge in seinem Wohnzimmer sichergestellt. Das ist nicht seine Flagge. Das ist genau genommen noch nicht mal sein Wohnzimmer. Warum nimmst du ihn in Schutz? Er deckt die Typen, die Medis Laden angezündet haben. Das wissen wir doch gar nicht so genau. Vielleicht sind die Kerle völlig harmlos, vielleicht hat Lamia gelogen. Mann, Krabbe! Die Signatur auf ihrem Grabsteinfoto ist identisch mit der Schmierei am Tatort. Sogar der Rechtschreibfehler ist derselbe. Ja, da kommen noch 1000 andere Tatverdächtige in Frage. Legastheniker, Ausländer, Jugendliche aus Bildungsfernen. Frau Sieveking, Herr Denning, würden Sie mich bitte mit Herrn Krabbe allein lassen? Verraten Sie mir eins. Was haben Sie sich dabei gedacht? Frau Küppers, ich schwöre Ihnen. Ich bin genauso schockiert wie Sie. Ich weiß nicht, was mit meinem Neffen los ist, aber ich verspreche Ihnen, ich bringe das wieder in Ordnung. Ich habe auch schon eine Idee. Bitte nicht. Ich muss nur mit Benny reden. Und wenn seine Freunde wirklich die Brandstifter sind, dann kann er uns helfen, sie zu überführen. Er ist derjenige, der Sie mit einem Alibi beschützt. Ja, aber wenn er sein Alibi zurückzieht, dann haben wir die alle im Sack.
Warum sollte Ihr Neffe da mitspielen? Ich bin sein Onkel. Er vertraut mir. Er geht nicht mal ans Telefon, wenn Sie ihn anrufen. Aber weiß auch noch nicht, dass ich ihm diesen tollen Studienplatz besorge. Ich habe ihm diesen Platz besorgt. Und ich bin diejenige, die dafür zur Verantwortung gezogen werden wird. Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Küppers. Benny ist ein guter Junge. Ich kann ihn dazu bringen, uns zu helfen. Sind Sie sich da wirklich sicher? Ja. Also, eigentlich, prinzipiell. Ich glaube schon. Meine Staffel Nord. Schon mal nichts. Mann. Könnte sowas wie eine freie Kameradschaft freie sein? Freie Kameradschaft. Daniel? Hm? Warum redest du eigentlich nicht mit mir? Wir reden doch gerade. Ich meine über deine Trennung. Du bist betrogen worden. Dein ganzes Leben ist zusammengebrochen und über all das hast du noch nie mit mir gesprochen. Ich habe nicht das Bedürfnis, darüber zu reden. Na gut. Wenn es jetzt zu privat ist, akzeptiere ich das. Über deine Haare, da hätten wir uns ja wenigstens mal unterhalten können. Wieso, das sind doch meine Haare. Ich hätte dir vorher sagen können, dass blond bei dir bescheuert aussieht. Ich finde nicht, dass das bescheuert aussieht. Und im Übrigen irritiert es mich, wenn du da stehst und mich anstarrst. Darf ich jetzt nicht mal mehr neben dir stehen? Es ist eben so, dass ich mich nicht konzentrieren kann, wenn du da stehst. Alter, wo ist die Flagge? Die haben die Bullen vorhin mitgenommen. Das dürfen die gar nicht. Das ist eine private Wohnung. Warum hast du es erlaubt? Die haben mich nicht gefragt. Du Vollidiot, du hast dich voll verarschen lassen. Lass ihn in Ruhe. Brüll hier nicht so rum. Und? Haben die Bullen das Alibi gekauft? Schon nach der Pizza aufgehört zu fragen. Mein Onkel nervt die ganze Zeit. Was will er denn? Mich treffen. Pass auf. Gehst hin und sagst ihm, dass er abgemeldet ist. Mach dich doch mal gerade. Dein Onkel tut gar nichts für dich. Er hat dich immer nur im Stich gelassen. Was machen wir jetzt? Gar nichts. Was willst du machen? Die hängen wir schon wieder auf. Irgendwann. Wenn die Zeit gekommen ist. Hallo, Benny. Wolle. Schön, dass du da bist. Was soll ich hier? Ich will dir was zeigen. Komm mit. Meine Chefin hat erreicht, dass du die Akademie besuchen darfst. Was? Sie hat sich für dich eingesetzt. Ja, aber du hast doch gesagt, dass... Sie hat sich's anders überlegt. Weil ich ihr gesagt habe, dass du ein guter Polizist wärst und dass sie sich auf dich verlassen kann.
Du musst dir das langsam mal überlegen, Benny. Ob du ein anständiger Mensch werden willst oder ob du lieber den Helden für deine sogenannten Freunde spielen willst. Aber meine Freunde sind doch auch anständige Menschen. Was findest du bloß so toll an diesen Typen? Dass wir zusammenstehen. Dass wir füreinander da sind, ganz egal, was passiert. Und dass wir wissen, wohin wir gehören. Siehst du den Mann da? Der wusste auch ganz genau, wo er hingehört. Der war Schneider. Jetzt hat er kein Gefühl mehr in seinen Händen, weil eine wichtige Region in seinem Gehirn beschädigt worden ist. Und er kann nie wieder eine Nähmaschine bedienen. Und? Ist das jetzt mein Problem? Also ich weiß nicht, wie du dich fühlst, wenn du das so siehst. Aber ich an deiner Stelle, ich würde mich richtig scheiße fühlen. In Indien ist das Hakenkreuz ja sowas wie ein Glückssymbol. Pack das Ding weg, Mensch. Wenn das jemand sieht, der denkt doch, du bist übergeschnappt. Bist du übergeschnappt? Ich fahr doch runter. Das ist ein Polizeirevier. Wie siehst du denn aus? Ich war beim Friseur. Ja. Aber warum? Ist mal was anderes? Irgendwie frischer? Nicht so spießig? Ach, Daniel, hast du irgendwas rausgekriegt da wegen dieser Nationalstaffel? Nationalstaffel Nord. Mhm. Das war gar nicht so leicht. Im Netz gibt's die fast gar nicht. Der Verfassungsschutz vermutet aber, dass es sich um die nationale Staffel Hamburg handelt. Sind sie nicht letztes Jahr verboten worden? Genau. Da benennen sie sich einfach um und machen weiter. Genau, das passiert ziemlich oft. Deswegen sind diese freien Kameradschaften auch schwer zu greifen. Und was ist mit den beiden Jungs? Arne Schlorf und David Tacke. Blütenweiße Westen, alle beide. Keine Vorstrafen, gar nichts. Sicher? Sonst wären die gar nicht durch das Auswahlverfahren gekommen. Das sind Polizeianwärter. Was macht der denn hier? Wieso, wer ist denn das? Krabbes Neffe. Und das Alibi von Schlorf und Tacke. Oh. Jetzt wird's interessant. Herr Krabbe, Sie warten bis da draußen. Aber soll ich nicht doch vielleicht? Wir kommen schon allein zurecht. Danke. Nehmen Sie Platz, Herr Hofmann. Sie wollen eine Aussage machen? Dann schießen Sie mal los. Also ich habe mich ja beworben bei der Polizei. Beim Einstellungstest. Mich interessiert, warum Sie Herrn Schlorf und Herrn Tacker ein falsches Alibi gegeben haben. Das will ich ja gerade erklären. Also beim Einstellungstest, da war ich ja jetzt nicht so gut. Und da waren ganz viele Kanaken. Also Türken und Araber und sowas. Und die sind fast alle weitergekommen. Wahrscheinlich, weil sie bessere Leistungen erbracht haben. Aber Arno und Duffy, ich fand das ungerecht, dass jemand wie Lamia weiterkommt und ich nicht. Und deshalb zünden sie ihr Haus an und bringen ihren Großvater fast um. Warum wollen sie Polizist werden? Ich? Ja, sie. Ich bin immer verprügelt worden. Früher vor der Schule. Und einmal ist ein Polizist dazwischen gegangen. Und alle sind abgehauen. Ich habe dann gesagt, danke. Und er hat gesagt, dafür bin ich da. Sie wollen für Menschen da sein, die ihre Hilfe brauchen. Dann ist das heute Ihre große Chance. Arne Schlorf und David Tacke haben den Laden angezündet. Der Neffe hat die beiden schwer belastet. Außerdem basteln die beiden Kameraden gerade an einer Rohrbombe. Wie bitte? In der Wohngemeinschaft befinden sich große Mengen Sprengstoffe und illegale Waffen. Fahren Sie dorthin und nehmen Sie alles auseinander. Ich sag Nina Bescheid. Ich fahre durch hier. Kann ich mit ihm sprechen? Ich hab das richtig verstanden, ja? Krabbes Neffe wohnt selber in dieser WG?
Ja, das ist korrekt. Schwarzpulver. Ein ganzer Eimer voll. Wo habt ihr das her? Aus dem Internet? Was wolltet ihr mit einer Rohrbombe? Das ringt ihr aber nicht alles alleine, oder? Ist das hier eure Vereinszentrale? Was ist los, Kollegen? Hat euch die Sprache verschlagen? Ich habe noch was gefunden. Herr Tacke, buchstabieren Sie doch bitte mal das Wort Widerstand. Alles klar. Dann sind wir hier wohl fertig, oder? Hallo. Boah, riecht das lecker. In Meshwi, Originalrezept. Von mir aus kannst du für immer bleiben. Tada. Isst du nichts? Nö. Wart ihr bei Anne und Duffy? Wir haben Waffen und Sprengstoff in der Wohnung gefunden und eine Spraydose, die wahrscheinlich vor eurem Haus benutzt wurde. Und? Jetzt werden sie dem Haftrichter vorgeführt. Alles in dieser WG deutet auf eine starke rechtsradikale Vereinigung hin. Die haben sogar eigene Aufkleber. Soll mich das jetzt freuen, oder was? Ja. Wir haben alles, was wir brauchen, um die Typen aus dem Verkehr zu ziehen. Ja. Das macht Gebt auch nicht ihr gesund. Was willst du? Willst du die Todesstrafe wieder einführen? Warum nicht? Dass sich wochenlang von denen terrorisieren lassen, ohne irgendwas zu tun. Die haben nie irgendwas gemacht, was ich hätte beweisen können. Das ist doch Schwachsinn! Du warst bloß zu stolz, um zuzugeben, dass diese Idioten stärker waren als du. Hättest du deinen Mund aufgemacht, dann hätte sich dieser Brandanschlag verhindern lassen. Und das weißt du auch genau. Das ist deine Aussage, die musst du hier noch unterschreiben. Du tust das Richtige, Benny. Er hat unterschrieben. Gut. Ich werde sie im Auge behalten, Herr Hoffmann. Und sollte ihr Betragen auf der Akademie in irgendeiner Form zu Klagen Anlass geben, werde ich das erfahren. Also das heißt, ich darf auf die Akademie? Wenn Sie wirklich Polizist werden wollen, sehe ich keine andere Möglichkeit. Danke. Soll ich nach Hause fahren? Nein, musst du nicht. Ich nehme den Bus. Was habe ich gesagt? Er ist ein guter Junge. Darf ich mal durch? Entschuldigung, Entschuldigung. Benny! Benny! Was ist denn passiert?
Benny! Steiner versagt. Lamia hat ihn überfahren. Was? Sie hat ihn mit dem Seil gefesselt, geknebelt und dann die ganze Nacht da auf dem Stuhl sitzen lassen, ohne Kleider. Was, nackt? Und das da an der Tafel ist auch scheiße. Ja, wie soll sie das denn gemacht haben? Lamia ist doch ein Kopf kleiner als Benny. Sie kann Karate, außerdem hatte sie richtig Wut im Bauch. Ja, aber Benny hätte gar nichts getan, er war bei dem Brandanschlag noch nicht mal dabei. Erstens wissen wir gar nicht, ob das stimmt. Und zweitens sind Anne und Duffy schon aus dem Verkehr gezogen worden. Auf Benny hatte sie noch Zugriff. Sie wusste, wo sie ihn findet. Er hat die gleiche Adresse wie die beiden. Das ist nicht lustig. Bin ich schon. Sorry. Hey, die Wichser haben Bobby Gitter auf die Intensivstation gebracht. Soll ich jetzt Mitleid haben, wenn einer von denen mal eine Nacht nackt auf einem Stuhl pennen muss? Nee. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich das war. Gestern wollte noch die Todesstrafe zurück. Das war nicht ernst gemeint. Klang aber ernst. Du warst die ganze Nacht weg. Okay. Ich war spazieren. Ich musste nachdenken. Nachdenken? Du wirst bestimmt noch offiziell vernommen. Die Akademieleitung ist auch schon informiert. Mach dich auf ein Disziplinarverfahren gefasst. Von all den abgefuckten Sachen, die passiert sind, ist das hier echt die abgefuckteste. So, heiße Milch mit Honig. Das beruhigt die Nerven. Muss er nicht zur Arbeit? Doch, aber ich lasse dich jetzt nicht so gern alleine. Muss ja nicht gleich 10 Jahre wegbleiben. Ja, da hast du recht. Aber wenn was ist, rufst mich an. Ja. Ich werde immer für dich da sein, wenn du mich brauchst. Ja. Hannes? Ja? Kann man bei der Polizei seine Aussage eigentlich wieder zurückziehen? Wieso willst du das wissen? Nur so. Willst du deine Aussage zurückziehen? Nein. Ich frage nur theoretisch. Nein, das kannst du nicht. Du kannst eine neue Aussage machen, in der du was anderes behauptest als beim ersten Mal. Aber dann wird natürlich jeder vernünftige Richter sich wundern und vermuten, dass da was nicht stimmt. Okay. Wolltest du nicht los? Du traust Lamia sowas wirklich zu? Wer kann es sonst gewesen sein? Das waren die Neonazis. Benny hat sie verraten. In der Szene werden Verräter schwer bestraft. Schlau von Tacke saßen die ganze Nacht in der Zelle. Sie hatten keine Möglichkeit, den Jungen zu bestrafen. Diese nationale Staffel Nord wird ja wohl noch ein paar mehr Mitglieder haben als Schlau von Tacke. Woher hätten sie wissen sollen, dass Krabbes Neffe ein Verräter ist? Als wir gestern in deren WG waren, habe ich eine Menge Bierkästen gesehen. Riesenstapel, wie für so ein größeres Event. Du meinst, die Kameraden haben da gestern ihre Vollversammlung abgehalten? Ja. Wenn Benny nach seiner Aussage zurück in die Wohnung gegangen ist, ist er ihnen direkt in die Arme gelaufen. Er kann nicht erklären, wo Schlauch und Tacke sind. Er kann nicht erklären, wo die Waffen und der Sprengstoff sind. Sogar die Flagge ist weg. Da waren die Kameraden bestimmt nicht begeistert. Die Kollegen vom Spätdienst haben gestern so ein Überwachungsvideo gesichert. Habt ihr euch das mal angesehen? Daniel, wir haben gerade wichtigere Probleme. Kann ich mir nicht vorstellen. Hast du das schon jemandem gezeigt? Ich dachte, du willst vielleicht erst einmal mit deinem Neffen drüber reden.
Danke. Darf ich vorstellen? Nationale Staffel Nord. Der Typ in der Unterhose, das ist Benny Beule Hofmann. Genau, jetzt gehen zwei in die Tankstelle, die kaufen ein Seil, wahrscheinlich das Seil, mit dem Benny später gefesselt wird. Dazu eine Flasche Schnaps und eine Rolle Klopapier. Mach das aus. Es geht noch viel weiter. Ich denke, wir haben alles gesehen. Und was jetzt? Schicken Sie das Band an die Kripo und den Staatsschutz und leiten Sie ein Ermittlungsverfahren wegen unterlassener Hilfeleistung ein. Gegen wen? Ich sehe zwei Autos an den Zapfsäulen. Es waren also mindestens zwei Kunden da und im Inneren der Tankstelle befindet sich mindestens ein Angestellter und der hat einen Überwachungsmonitor. Und was willst du jetzt von mir? Ich will, dass du mir das hier erklärst. Sag mir, dass du das nicht geschrieben hast. Du weißt doch sowieso, dass ich das geschrieben habe. Also warum fragst du mich so blöd? Haben sie dich gezwungen? Wenn sie dich gezwungen haben, dann kann ich das entlasten. Das musst du dir nicht gefallen lassen, Benny. Du tust mir leid, Onkel Hannes. Was? Du denkst, du bist wer weiß wie cool. Dabei machst du dich nur zum Affen. Guck dich mal an. Keine Sau hat Respekt vor dir. Die Rechten, die Linken, alle scheißen sie auf die Polizei. Wie, du bis vor kurzem wolltest du doch selber Polizist werden. Quatsch. Ich wollte einfach nur bei Arne und Duffy in die Klasse, das ist alles. Die dich wie Dreck behandelt haben, von denen du immer noch glaubst, dass das deine Freunde sind? Aber die haben mich nie im Stich gelassen. Nie. Nicht mal, als ich sie verraten habe. Sie haben mir verziehen und mir meine Ehre wiedergegeben. Indem sie dich verprügelt und mit Scheiße eingerieben haben. Du verstehst es einfach nicht. Nein, das verstehe ich auch nicht. Das kann man überhaupt nicht verstehen. Das ist Wahnsinn. Und jetzt? Willst du mich verhaften? Hä? Los, verhafte mich. Meine Tasche ist gepackt. Los. Benny. Das meinst du doch alles nicht ernst. Jetzt denk doch noch mal nach. Du hast deine Aussage doch schon gemacht, Benny. Vielleicht wollte ich einfach nur wissen, wie es ist, deiner Chefin den Arsch zu kriechen, so wie du jeden Tag. Frau Küppers hat dir eine Chance gegeben, weil ich sie darum gebeten habe. Weißt du, ich weiß echt nicht, was du an der frigiden Schlampe findest. An deiner Stelle würde ich lieber auf den Strich gehen und mir eine Nutte suchen. Gehen wir dann. Wie geht's deinem Opa? Besser. Deswegen haben sie nachher verlegt. Tut mir leid, dass ich dich verdächtigt habe. Dieser Benny hat uns angelogen. Das hat sich jetzt rausgestellt. Ja, schon gut. Ich komme morgen zu deiner Vereidigung. Wenn ich nur eingeladen bin. Ehrlich gesagt wäre es mir lieber, wenn du nicht kommen würdest. Verstehe. Sehen wir uns beim Karate? Vielleicht.
koche dir was Schönes, wenn du kommst. Früher schon eine ganz enge Verbindung. Ich wusste gar nicht, dass du überhaupt einen Neffen hast. Naja, ich habe ihn jetzt 10 Jahre nicht gesehen. 10 Jahre? Aber ich schicke ihm zu jedem Geburtstag eine hübsche Karte. Das nennst du enge Verbindung? Es gibt doch sowas wie eine innere Verbindung. Da spielt Entfernung keine Rolle. Das hat dann sowas Telepathisches. Mhm. Ach, und ich bin Bennys großes Vorbild. Und da will er jetzt Polizist werden. Deswegen muss ich ihm natürlich helfen. Warum bewirbt er sich da nicht einfach? Na, hat er ja. Aber er hat beim Einstellungstest nicht so gut abgeschnitten. Da haben sie ihn nicht genommen. Hm. Was willst du jetzt machen? Tja, weiß ich auch noch nicht. Kennst du nicht irgendwelche wichtigen Leute bei der Akademie? Ich? Ja, irgendwas muss ich machen. Und das erwartet er von mir. Da darf ich ihn jetzt auch nicht enttäuschen. Herr Krabbe, denken Sie bitte an die Vorplanung für die Dienststunde. Sie gehen schon? Ja, ich habe noch ein Treffen mit dem Leiter von der Akademie. Ich meine, so ein Einstellungstest, der sagt doch überhaupt nichts aus. Herr Krabbe, wirklich, ich habe es sehr eilig. Und im Sport hat er sehr gut abgeschnitten, nur im Schriftlichen hat er ein bisschen Probleme. Also, das kann auch mal vorkommen, dass man nervös, dass man aufgeregt, da macht man Fehler. Kennen Sie das denn nicht? Nein. Ja, also ich schon. Das liegt bei uns in der Familie. Wir haben alle ganz schrecklich Prüfungsangst. Also ich wäre beinahe durch mein Abitur durchgefallen. Ich war so nervös. Ich hatte ganz schlimmen Durchfall. Krabbeln. Aber ich hatte eine Lehrerin. Die hat an mich geglaubt. Die hat irgendwas in mir gesehen, trotz meiner miesen Noten. Und wenn die damals nicht gewesen wäre, dann wäre ich heute nicht hier. Und Benny ist genau wie ich. Der braucht jetzt jemanden, der an ihn glaubt. Gut, der ist vielleicht ein bisschen langsam, ein bisschen zu sensibel. Aber wenn immer nur die Lauten und die Starken weiterkommen, dann ist das auch nicht gut für unseren Stab. Herr Krabbe, selbst wenn ich wollte, ich habe mit der Auswahl der Polizeianwärter nichts zu tun. Ja, aber Sie treffen gleich den Leiter der Polizeiakademie. Klüngelei ist nicht mein Stil. Sie müssen nur ein gutes Wort für ihn einlegen. Hofmann heißt er, Benny Hofmann. Bitte, Frau Köppers. Schönen Feierabend, Herr Krabbe. Ich dachte, vielleicht so hier, weißt du? Du bist überhaupt nicht der Typ für ein Tattoo. Genau, genau, darum geht's. Was Neues ausprobieren. Dann kauf dir neue Klamotten. Neue Klamotten, das kann doch jeder. Dann mach irgendwas mit deinen Haaren. Neue Farbe, neuer Schnitt. Caro fand meine Haare mal toll. Ah, es geht also um Caro. Es geht überhaupt nicht um Caro. Es geht überhaupt nicht um Caro. Sondern? Ich unterhalte mich gerade mit Mats. So, ab geht's. Bis Freitag. Das kommt morgen nicht. Ich hab 2 Tage Lehrgang. Tschüss. Du, das soll ja kein peinliches Tattoo werden, sondern ein cooles. Ja, was denn? Ein Arschkrawall? Ein Tiger im Sprung. Hier müssen wir mal raus. Nina? Ja, was ist los? Es brennt. Komm mal. Okay, falls ich noch Fragen habe, klopfe ich noch. Wie sieht's aus? Anscheinend hat der Laden zuerst gebrannt und dann ist das Feuer nach oben in die Wohnung gestiegen. Ist jemand verletzt? Ja, der Ladenbesitzer, den hat's auch ziemlich schwer erwischt. Er ist anscheinend in Panik geraten und mit dem Kopf gegen die Heizung geknallt. Keine Ahnung, wie lange er da bewusstlos gelegen hat. Wer wohnt denn in der Wohnung oben drüber? Bilal selbst und seine Enkelin, die war aber zum Glück nicht da. Der Ladenbesitzer heißt Bilal? Ja, wieso? Mehdi Bilal? Kennst du ihn? Seine Enkelin, sie ist in meinem Karatekurs. Sie erzählt immer von ihrem Opa. Ich glaube, sie liebt ihn über alles. Irgendjemand muss sie informieren, was passiert ist. Hast du eine Ahnung, wo sie sein könnte? Nina? Ja. Finde sie. Nina, was machst du denn hier? Brauchst du Hilfe? Du, das Scheißteil ist leider vollkommen im Arsch. Soll ich dich mitnehmen? Bist du nicht im Dienst? Steig einfach ein. Barbe Gitt hat mich schon vor einer Stunde angerufen und sich gewundert, wo ich bleibe. Das ist wahrscheinlich kurz vorm Durchdrehen.
Lamia. Kommst du eigentlich zu meiner Vereidigung? Du musst kommen. Ohne dich hätte ich mich gar nicht an der Akademie beworben. Hättest du bestimmt. Nie im Leben. Barbara Gitte hat mir mal beigebracht, dass Polizisten Unglück bringen. Und glaubt er das? Sie haben mal nachts um 4 aus dem Bett geklingelt. Da waren meine Eltern mit dem Bus verunglückt. Komischerweise hat er vor Bussen keine Angst. Da musst du links. Wo fährst du hin? Du kannst nicht nach Hause. Bei euch hat's gebrannt. Was? Dein Großvater liegt im Krankenhaus. Wieso ist Gitte im Krankenhaus? Was hat er? Er wird behandelt. Mehr weiß ich im Moment auch nicht. Oh, Entschuldigung. Ich glaube, ich habe mich in der Tür geirrt. Onkel Hannes. Benni? Ja, nee, ich bin jetzt nicht mehr Benni. Ich heiße jetzt Beule. Was? Ja, komm, ich stell dich meinen Kameraden vor. Hm? Na, hier wohnst du jetzt also. Ja. Jungs! Das ist Duffy. Duffy, das ist mein Onkel Hannes. Und das ist Arne. Arne, das ist mein Onkel Hannes. Tach. Ah, oh, sieh mal, kräftigen Händedruck. Bin ja nicht schwul. Da willst du auch ein Bierchen? Nee, danke. Sag mal, was sehen Sie mit der Akademie? Nehmen die mich oder nicht? Ja, also, ich habe mit meiner Vorgesetzten gesprochen. Deine Vorgesetzte ist eine Frau? Ja, warum nicht? Ja. Und was sagt sie? Ja, also, es sieht leider nicht so gut aus. Wieso nicht? Ja, es gibt Vorschriften und du hast in dem Test eben nicht gut abgeschnitten. Es tut mir leid. Ja, gut, was soll ich machen? Ich bin nicht der König von der Polizei. Wir leben in einem demokratischen Recht. Ja, aber wem sage ich das? Mucki? Der muss inzwischen schon uralt sein. Es ist nicht Mucki. Es ist Siegfried. Mucki hat vor 3 Jahren Selbstmord begangen. Wie bitte? Ist mit dem Kopf in die Gitter und hat sich selbst erwürgt. Oh, das ist doch furchtbar. Der Tierarzt hat gesagt, die Einzelhaltung war nicht gut für ihn. Deshalb habe ich Siegfried 1 hier auch zusammen mit Siegfried 2 und 3 gekauft. In der Gruppe fühlen sie sich einfach am wohlsten. Benni, wir müssen mal reden. Sag Beule zu mir. Nee, Beule ist kein Name, das ist eine Kopfverletzung. Alle meine Freunde nennen mich Beule. Das sind echt deine Freunde? Das sind Nazis. Wenigstens sind sie da, wenn ich sie brauche. Das ist unfair. Ich habe wirklich versucht, dir zu helfen. Du hast dich die letzten 10 Jahre nicht um mich gekümmert. Du hast nicht mal mitgekriegt, dass Mucki gestorben ist. Und jetzt auf einmal kommst du an und willst mir sagen, wer meine Freunde sind? Ich verstehe ja, dass du enttäuscht bist, aber mit der Akademie, das ist nun mal nicht so einfach. Du lässt dich von einer Frau rumkommandieren. Das ist mega peinlich. Es ist vielleicht ganz gut, dass du kein Polizist wirst. Die deutsche Polizei ist sowieso am Arsch. Es gibt doch eh nur noch Knechte und Kanacken da. Ich warte einfach, bis euer ganzes Scheißsystem zusammenbricht. Mach's gut, Benni. Ich heiß Beule, verdammt nochmal! Hey, wie geht's ihm? Rauchvergiftung und schwere Kopfverletzung. Sie haben ihn in ein künstliches Koma versetzt. Ich habe ein paar Sachen von Frauke mitgebracht. Die müssten da mehr passen. Ihre Eltern leben nicht mehr. Der Großvater ist alles, was sie hat. Vielleicht kommt er ja durch. Ja.
Vielleicht. Ach du Scheiße! Nee. Das ist nicht dein Ernst, oder? Wieso, gefällt's euch nicht? Also ich find's gut. Mal was anderes, ne? Bisschen frischer, nicht so spießig. Also, wenn du es gut findest. Das ist ja die Hauptsache, ne? Man ist immer so schön, wie man sich fühlt. Ich gehe dann auch mal, ne? Ja, ich komme mit. Also normale Männer kaufen sich ein dickes Auto oder ein Motorrad, wenn sie in der Midlife-Crisis sind. Hör bloß auf, sonst macht das als nächstes. Also ich glaube, er kommt einfach nicht drüber weg, dass Caro ihn betrogen hat. Hat er mit dir darüber geredet? Also ich dachte, du bist die, mit der er redet. Habe ich auch gedacht, aber neuerdings schweigt er mich lieber an. Mach dir nichts draus. Männer reden nie über ihre Probleme. Frau Küppers, ich wollte mich bei Ihnen entschuldigen. Entschuldigen? Wieso? Wegen gestern, Sie hatten natürlich völlig recht. Mein Neffe, Benny. Errichten Sie ihm schöne Grüße aus. Seinem Studium auf der Akademie steht nichts im Wege. Was? Es wird erwartet, dass er sich im Sekretariat meldet, möglichst zeitnah. Dann kann er gleich zum nächsten Semester beginnen. Das war eine Ausnahme, Herr Grabbe. Ihnen zuliebe. Jetzt kann ich nur hoffen, dass Ihr Neffe uns beide nicht enttäuscht. Guten Tag. Herein! Moin, Frau Küppers. Wir kennen jetzt die Ursache des Brandes, die Kathi. Ich habe eine neue Frisur. Jetzt, wo Sie es sagen. Sieht irgendwie frischer aus, ne? Nicht so spießig. Was sagten Sie, war die Brandursache? Brandstiftung. Ist es sicher? Ziemlich. Gibt es einen konkreten Tatverdacht? Nicht direkt. Drücken Sie sich bitte etwas klarer aus, Herr Schirmer. Was ist los? Wir sollten den Staatsschutz informieren. Das muss eine ganze Gruppe gewesen sein. Einer kippt den Kanister aus, einer besprüht die Wand, ein paar Leute stehen Schmiere. Die hätten mal lieber jemanden mitnehmen sollen, der die deutsche Rechtschreibung beherrscht. Widerstand mit IE. Idioten. Das ist vielleicht ein Hinweis. Was ist für ein Hinweis? Keine Ahnung, irgendeine Nazi-Botschaft. Hilfe? Wir sind blöd? Also die Nachbarn meinen, hier gibt's keine Nazis. Was glauben denn die Nachbarn, was das ist? Die sind alle eher geschockt. Medi Bieler scheint hier sehr beliebt zu sein. Ja, aber wenn jemand seinen Laden abfackelt, kriegt keiner was mit. Wie geht's Herrn Bilal eigentlich? Unverändert. Hat er in letzter Zeit mal Stress mit Rechten? Keine Ahnung. Ich weiß nicht viel von ihm. Und seine Enkelin? Die haut mich beim Parade regelmäßig auf die Matte. Wenn ich ein Neonazi wäre, würde ich mir ein anderes Opfer suchen. Also wenn man sich den I-Punkt anguckt, dann ist das ein ziemlich charakteristischer Kringel. Willst du jetzt von Tür zu Tür gehen und einen Handschriftenabgleich machen? Der Teufel steckt manchmal im Detail. Ich war nicht schon mal vor, ich kann überhaupt nicht kochen. Wenn Bobbegit über diese Scheiße draufgeht, ist es meine Schuld. Du weißt genau, dass es nicht stimmt. Ich kenne die Typen, die es gemacht haben. Die sind in meiner Klasse. Weißt du noch, der platte Reifen? Das waren auch die. Einen Reifenblatt zu stechen ist was anderes, als einen Laden anzuzünden. Die haben ja auch schon die Bremse durchgeschnitten und den Lenker angesägt. Warum hast du nie was gesagt? Damit ich dastehe wie ein kleines Mädchen, das sich in die Hosen scheißt. Darauf warten die doch nur. Wer sind die Typen? Was wollen die von dir? Das haben sie mir neulich auf den Tisch gelegt. Was ist das? Eine Botschaft, schätze ich. Die wollten mich umbringen, nicht Barbara Ginto.
Aber Lamia, wir haben uns schon gewundert, warum sie nicht da ist. Hoffentlich wird der Großvater wieder gesund. Also eine Rauchvergiftung ist ja nicht zu spaßen. Die Hitze, die Atemnot, das ganze Kohlenmonoxid. Was ist dagegen, wenn ich eine rauche? Wo haben Sie das her? Das? Ach, das ist so ein Erbstück. Von meinem Nazi-Urgroßonkel Adi. Ich muss immer an ihn denken, wenn ich eine rauche. Weil er so ein toller Kerl war? Nee, weil er Lungenkrebs krepiert ist. Findest du es witzig? Irgendwie schon. Sie nicht? Ich find's witzig. Sie werden beschuldigt, eine Mitschülerin gemobbt und schikaniert zu haben. Wirklich? Wen denn? Außerdem glauben wir, dass ihr Bilals Laden angezündet habt. Gemeinschaftliche schwere Brandstiftung in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung. Cool. Haben Sie dafür auch Beweise? Wo waren Sie gestern Abend zwischen 20 und 21 Uhr? Ich? Ja. Zu Hause. Kann das noch jemand bestätigen? Ich. Ich war auch zu Hause. Na, so ein Zufall. Sie können auch gerne unseren Mitbewohner fragen. Ihr habt bestimmt viele Freunde, die wir fragen können. Sehr viele Freunde. Okay. Dann erzählt ihr uns jetzt ganz detailliert, was ihr gestern wann und wie gemacht habt. Und dann fahren wir zu eurem Mitbewohner und fragen ihn, ob er den Abend ähnlich in Erinnerung hat. Einverstanden? Klar. Das ist ja Ihre Zeit, die dabei drauf geht. Hättest du nicht eigentlich mitkriegen müssen, in was für Kreisen dein Neffe sich rumtreibt? Ich hab ihn doch so lange nicht gesehen. Und dann tust du ihm so einen Riesengefallen. Er war früher so ein guter Junge. Ich habe ihm immer Polizeigeschichten erzählt. Dann haben wir Rangabzeichen für seine Kaninchen gebastelt. Na, vor 10 Jahren. Menschen ändern sich. Ja, aber doch nicht so. Ein Mensch kann sich doch nicht so total grundlegend verändern. Die Brille ist zu viel, oder? Ich habe irgendwie das Gefühl, du nimmst mein Problem nicht ernst. Du hast überhaupt kein Problem, Hannes. Du gehst einfach zu Frau Küppers und sagst ihr, sie soll das alles wieder rückgängig machen. Nachdem sie sich gerade für ihn eingesetzt hat, wie stehe ich denn jetzt da? Und was glaubst du, wie sie da steht, wenn rauskommt, dass sie einen Nazi protegiert? Gott, das ist ein Albtraum. Wo habt ihr die Pizza bestellt? Das war Tiefkühlpizza, die haben wir nicht bestellt. Und was habt ihr getrunken? Ich Cola und Arne und Duffy Bier. Nach dem Essen? Bin ich auf mein Zimmer gegangen, hab meine Kaninchen gefüttert. Wann war das? So ging um 10. Ihr habt euch abgesprochen, oder? Deine Kollegen haben dich angerufen und dir gesagt, was du uns erzählen sollst. Nee, mich hat niemand angerufen. Ich hab mein Handy heute gar nicht eingeschaltet. Warum nicht? Weil mein Onkel mich die ganze Zeit anruft und ich hab keinen Bock, mit ihm zu reden. Darf ich das Handy mal sehen? Klar. Nationale Staffel Nord. Was ist denn das? Irgendeine Gruppe. Wie ist die PIN? 2004. Was denn für eine Gruppe? Keine Ahnung, dann müssen Sie Arno und Duffy fragen. Frag aber dich. Ich habe mit denen nichts zu tun. Die sagen mir nicht, was sie machen. Also entweder du bist wahnsinnig naiv oder dumm wie 10 Meter Feldweg. Du hattest 10 Anrufe, die von unserer Wache ausgegangen sind. Ja, mein Onkel, sag ich ja. Was für ein Onkel? Mein Onkel Hannes. Dein Neffe ist ein Neonazi? Das kann man doch jetzt so nicht sagen. Wir haben eine 2 Meter breite Hakenkreuzflagge in seinem Wohnzimmer sichergestellt. Das ist nicht seine Flagge. Das ist genau genommen noch nicht mal sein Wohnzimmer. Warum nimmst du ihn in Schutz? Er deckt die Typen, die Medis Laden angezündet haben. Das wissen wir doch gar nicht so genau. Vielleicht sind die Kerle völlig harmlos, vielleicht hat Lamia gelogen. Mann, Krabbe! Die Signatur auf ihrem Grabsteinfoto ist identisch mit der Schmierei am Tatort. Sogar der Rechtschreibfehler ist derselbe. Ja, da kommen noch 1000 andere Tatverdächtige in Frage. Legastheniker, Ausländer, Jugendliche aus Bildungsfernen. Krabbe! Frau Sieveking, Herr Denning, würden Sie mich bitte mit Herrn Krabbe allein lassen? Verraten Sie mir eins. Was haben Sie sich dabei gedacht? Frau Küppers, ich schwöre Ihnen, ich bin genauso schockiert wie Sie. Ich weiß nicht, was mit meinem Neffen los ist, aber ich verspreche Ihnen, ich bringe das wieder in Ordnung. Ich habe auch schon eine Idee. Bitte nicht. Ich muss nur mit Benny reden. Und wenn seine Freunde wirklich die Brandstifter sind, dann kann er uns helfen, Sie zu überführen. Er ist derjenige, der Sie mit einem Alibi beschützt. Ja, aber wenn er sein Alibi zurückzieht,
Dann haben wir die alle im Sack. Warum sollte Ihr Neffe da mitspielen? Ich bin sein Onkel. Er vertraut mir. Er geht nicht mal ans Telefon, wenn Sie ihn anrufen. Aber er weiß auch noch nicht, dass ich ihm diesen tollen Studienplatz besorge. Ich habe ihm diesen Platz besorgt. Und ich bin diejenige, die dafür zur Verantwortung gezogen werden wird. Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Küppers. Benny ist ein guter Junge. Ich kann ihn dazu bringen, uns zu helfen. Sind Sie sich da wirklich sicher? Ja. Also, eigentlich, prinzipiell. Ich glaube schon. Meine Staffeln. Schau mal nichts. Mann. Könnte sowas wie eine freie Kameradschaft freie sein? Kameradschaft. Daniel? Hm? Warum redest du eigentlich nicht mit mir? Wir reden doch gerade. Ich meine über deine Trennung. Du bist betrogen worden. Dein ganzes Leben ist zusammengebrochen und über all das hast du noch nie mit mir gesprochen. Ich habe nicht das Bedürfnis, darüber zu reden. Na gut. Wenn es jetzt zu privat ist, akzeptiere ich das. Über deine Haare, da hätten wir uns ja wenigstens mal unterhalten können. Wieso, das sind doch meine Haare. Ich hätte dir vorher sagen können, dass blond bei dir bescheuert aussieht. Ich finde nicht, dass das bescheuert aussieht. Und im Übrigen irritiert es mich, wenn du da stehst und mich anstarrst. Darf ich jetzt nicht mal mehr neben dir stehen? Es ist eben so, dass ich mich nicht konzentrieren kann, wenn du da stehst. Alter, wo ist die Flagge? Die haben die Bullen vorhin mitgenommen. Das dürfen die gar nicht. Das ist eine private Wohnung. Warum hast du es erlaubt? Die haben mich nicht gefragt. Du Vollidiot, du hast dich voll verarschen lassen. Lass ihn in Ruhe. Brüll nicht so rum. Und? Haben die Bullen das Alibi gekauft? Schon nach der Pizza aufgehört zu fragen. Mein Onkel nervt die ganze Zeit. Was will er denn? Mich treffen. Pass auf. Gehst hin und sagst ihm, dass er abgemeldet ist. Mach dich doch mal gerade. Dein Onkel tut gar nichts für dich. Er hat dich immer nur im Stich gelassen. Hast du recht. Was machen wir jetzt? Gar nichts. Was willst du machen? Die hängen wir schon wieder auf. Irgendwann. Wenn die Zeit gekommen ist. Hallo, Benny. Wolle. Schön, dass du da bist. Was soll ich hier? Ich will dir was zeigen. Komm mit. Meine Chefin hat erreicht, dass du die Akademie besuchen darfst. Was? Sie hat sich für dich eingesetzt. Ja, aber du hast doch gesagt, dass... Sie hat sich anders überlegt.
Weil ich ihr gesagt habe, dass du ein guter Polizist wärst und dass sie sich auf dich verlassen kann. Du musst dir das langsam mal überlegen, Benny. Ob du ein anständiger Mensch werden willst oder ob du lieber den Helden für deine sogenannten Freunde spielen willst. Aber meine Freunde sind doch auch anständige Menschen. Was findest du bloß so toll an diesen Typen? Dass wir zusammenstehen. Dass wir füreinander da sind, ganz egal, was passiert. Und dass wir wissen, wohin wir gehören. Siehst du den Mann da? Der wusste auch ganz genau, wo er hingehört. Der war Schneider. Jetzt hat er kein Gefühl mehr in seinen Händen, weil eine wichtige Region in seinem Gehirn beschädigt worden ist. Und er kann nie wieder eine Nähmaschine bedienen. Und? Ist das jetzt mein Problem? Also ich weiß nicht, wie du dich fühlst, wenn du das so siehst. Aber ich an deiner Stelle, ich würde mich richtig scheiße fühlen. In Indien ist das Hakenkreuz ja sowas wie ein Glückssymbol. Pack das Ding weg, Mensch. Wenn das jemand sieht, der denkt doch, du bist übergeschnappt. Bist du übergeschnappt? Ich fahr doch runter. Das ist ein Polizeirevier. Wie siehst du denn aus? Ich war beim Friseur. Ja. Aber warum? Ist mal was anderes? Irgendwie frischer? Nicht so spießig? Ach, Daniel, hast du irgendwas rausgekriegt da wegen dieser Nationalstaffel? Nationalstaffel Nord. Das war gar nicht so leicht. Im Netz gibt's die fast gar nicht. Der Verfassungsschutz vermutet aber, dass es sich um die nationale Staffel Hamburg handelt. Sind sie nicht letztes Jahr verboten worden? Genau. Da benennen sie sich einfach um und machen weiter. Genau. Ich koche dir was Schönes, wenn du kommst. Was, Herr Lammer? Gott, das ist ja süß. Ja, aber wir hatten früher schon eine ganz enge Verbindung. Ich wusste gar nicht, dass du überhaupt einen Neffen hast. Naja, ich habe ihn jetzt 10 Jahre nicht gesehen? 10 Jahre. Aber ich schicke ihm zu jedem Geburtstag eine hübsche Karte. Das nennst du enge Verbindung? Es gibt doch sowas wie eine innere Verbindung. Da spielt Entfernung keine Rolle. Das hat dann sowas Telepathisches. Mhm. Ach, und ich bin Bennys großes Vorbild. Und da will er jetzt Polizist werden. Deswegen muss ich ihm natürlich helfen. Warum bewirbt er sich da nicht einfach? Na, hat er ja. Aber er hat beim Einstellungstest nicht so gut abgeschnitten. Da haben sie ihn nicht genommen. Was willst du jetzt machen? Tja, weiß ich auch noch nicht. Kennst du nicht irgendwelche wichtigen Leute bei der Akademie? Ich? Ja, irgendwas muss ich machen. Und das erwartet er von mir. Da darf ich ihn jetzt auch nicht enttäuschen. Frau Krabbe, denken Sie bitte an die Vorplanung für die Dienststunden. Sie gehen schon? Ja, ich habe noch ein Treffen mit dem Leiter von der Akademie. Ich meine, so ein Einstellungstest, der sagt doch überhaupt nichts aus. Herr Krabbe, wirklich, ich habe es sehr eilig. Und im Sport hat er sehr gut abgeschnitten, nur im Schriftlichen hat er ein bisschen Probleme. Also, das kann auch mal vorkommen. Da ist man nervös, da ist man aufgeregt, da macht man Fehler. Kennen Sie das denn nicht? Nein. Ja, also ich schon. Das liegt bei uns in der Familie. Wir haben alle ganz schrecklich Prüfungsangst. Also ich wäre beinahe durch mein Abitur durchgefallen. Ich war so nervös, ich hatte ganz schlimmen Durchfall. Herr Krabbe. Aber ich hatte eine Lehrerin, die hat an mich geglaubt. Die hat irgendwas in mir gesehen, trotz meiner miesen Noten. Und wenn die damals nicht gewesen wäre, dann wäre ich heute nicht hier. Und Benny ist genau wie ich. Der braucht jetzt jemanden, der an ihn glaubt.
Gut, der ist vielleicht ein bisschen langsam, ein bisschen zu sensibel. Aber wenn immer nur die Lauten und die Starken weiterkommen, dann ist das auch nicht gut für unseren Stab. Herr Krabbe, selbst wenn ich wollte, ich habe mit der Auswahl der Polizeianwärter nichts zu tun. Ja, aber Sie treffen gleich den Leiter der Polizeiakademie. Klüngelei ist nicht mein Stil. Sie müssen nur ein gutes Wort für ihn einlegen. Hofmann heißt er, Benny Hofmann. Bitte, Frau Köppers. Schönen Feierabend, Herr Krabbe. Ich dachte vielleicht so hier, weißt du? Du bist überhaupt nicht der Typ für ein Tattoo. Genau, genau, darum geht's. Was Neues ausprobieren. Dann kauf dir neue Klamotten. Neue Klamotten, das kann doch jeder. Dann mach irgendwas mit deinen Haaren. Neue Farbe, neuer Schnitt. Caro fand meine Haare mal toll. Ah, es geht also um Caro. Es geht überhaupt nicht um Caro. Es geht überhaupt nicht um Caro. Sondern? Ich unterhalte mich gerade mit Mats. So, ab geht's. Bis Freitag. Das kommt morgen nicht. Ich hab 2 Tage Lehrgang. Tschüss. Du, das soll ja kein peinliches Tattoo werden, sondern ein cooles. Ja, was denn? Ein Arschkrawall? Nein, ein Tiger im Sprung. Hier müssen wir mal raus. Nina? Ja, was ist los? Es brennt. Komm mal. Okay, falls ich noch Fragen habe, klopfe ich nochmal. Wie sieht's aus? Anscheinend hat der Laden zuerst gebrannt und dann ist das Feuer nach oben in die Wohnung gestiegen. Ist jemand verletzt? Ja, der Ladenbesitzer, den hat's auch ziemlich schwer erwischt. Er ist anscheinend in Panik geraten und mit dem Kopf gegen die Heizung geknallt. Keine Ahnung, wie lange er da bewusstlos gelegen hat. Wer wohnt denn in der Wohnung oben drüber? Bilal selbst und seine Enkelin, die war aber zum Glück nicht da. Der Ladenbesitzer heißt Bilal? Ja, wieso? Mehdi Bilal? Kennst du ihn? Seine Enkelin, sie ist in meinem Karatekurs. Sie erzählt immer von ihrem Opa. Ich glaube, sie liebt ihn über alles. Irgendjemand muss informieren, was passiert ist. Hast du eine Ahnung, wo sie sein könnte? Nina. Ja. Finde sie. Hey, Lamia. Hi, Nina. Was machst du denn hier? Brauchst du Hilfe? Du, das Scheißteil ist leider vollkommen im Arsch. Soll ich dich mitnehmen? Bist du nicht im Dienst? Steig einfach ein. Boah, Birgit hat mich schon vor einer Stunde angerufen und sich gewundert, wo ich bleibe. Das ist wahrscheinlich kurz vorm Durchdrehen. Lamia. Kommst du eigentlich zu meiner Vereidigung? Du musst kommen. Ohne dich hätte ich mich gar nicht an der Akademie beworben. Hättest du bestimmt. Nie im Leben. Boah, Birgit hat mir immer beigebracht, dass Polizisten Unglück bringen. Glaubt er das? Sie haben mal nachts um 4 aus dem Bett geklingelt. Da waren meine Eltern mit dem Bus verunglückt. Komischerweise hat er vor Bussen keine Angst. Da musst du links. Wo fährst du hin? Du kannst nicht nach Hause. Bei euch hat's gebrannt. Was? Dein Großvater liegt im Krankenhaus. Wieso geht er im Krankenhaus? Was hat er? Er wird behandelt. Mehr weiß ich im Moment auch nicht. Entschuldigung, ich glaube, ich habe mich in der Tür geirrt. Onkel Hannes? Benny? Ja, nee, ich bin jetzt nicht mehr Benny. Ich heiße jetzt Beule. Was? Ja, komm, ich stelle dich meinen Kameraden vor. Hm? Na, hier wohnst du jetzt also? Ja. Jungs! Das ist Duffy. Duffy, das ist mein Onkel Hannes. Das ist Arne. Arne, das ist mein Onkel Hannes. Tag. Ah, oh, sieh mal, kräftigen Händedruck. Bin ja nicht schwul. Da willst du auch ein Bierchen? Nee, danke. Sag mal, was ist denn jetzt mit der Akademie? Nehmen die mich oder nicht? Ja, also, ich habe mit meiner Vorgesetzten gesprochen. Deine Vorgesetzte ist eine Frau? Ja, warum nicht? Immer verprügelt worden. Früher vor der Schule. Und einmal ist ein Polizist dazwischen gegangen. Und alle sind abgehauen. Ich hab
dann gesagt, danke. Er hat gesagt, dafür bin ich da. Sie wollen für Menschen da sein, die ihre Hilfe brauchen. Dann ist das heute Ihre große Chance. Abends schlafen David Tacke, haben den Laden angezündet. Der Neffe hat die beiden schwer belastet. Außerdem basteln die beiden Kameraden gerade an einer Ruhrbombe. Wie bitte? In der Wohngemeinschaft befinden sich große Mengen Sprengstoffe und illegale Waffen. Fahren Sie dorthin und nehmen Sie alles auseinander. Ich sag Nina Bescheid. Ich fahre durch hier. Kann ich mit ihm sprechen? Ich habe das richtig verstanden, ja? Krabbes Neffe wohnt selber in dieser WG? Ja, das ist korrekt. Schwarzpulver. Ein ganzer Eimer voll. Wo habt ihr das her? Aus dem Internet? Was wolltet ihr mit einer Rohrbombe? Das trinkt ihr aber nicht alles alleine, oder? Ist das hier eure Vereinszentrale? Was ist los, Kollegen? Hat euch die Sprache verschlagen? Ich habe noch was gefunden. Herr Tacke, buchstabieren Sie doch bitte mal das Wort Widerstand. Alles klar. Dann sind wir hier wohl fertig, oder? Hallo. Boah, riecht das lecker. Bill Meshwi, Originalrezept. Von mir aus kannst du für immer bleiben. Tada! Isst du nichts? Nö. Wart ihr bei Anne und Duffy? Wir haben Waffen und Sprengstoff in der Wohnung gefunden und eine Spraydose, die wahrscheinlich vor eurem Haus benutzt wurde. Und? Jetzt werden sie dem Haftrichter vorgeführt. Alles in dieser WG deutet auf eine starke rechtsradikale Vereinigung hin. Die haben sogar eigene Aufkleber. Soll mich das jetzt freuen, oder was? Ja. Wir haben alles, was wir brauchen, um die Typen aus dem Verkehr zu ziehen. Ja. Das macht Ginter auch nicht ewig gesund. Was willst du? Willst du die Todesstrafe wieder einführen? Warum nicht? Dass sich wochenlang von denen terrorisieren lassen, ohne irgendwas zu tun. Die haben nie irgendwas gemacht, was ich hätte beweisen können. Das ist doch Schwachsinn! Du warst bloß zu stolz, um zuzugeben, dass diese Idioten stärker waren als du. Hättest du deinen Mund aufgemacht, dann hätte sich dieser Brandanschlag verhindern lassen. Und das weißt du auch genau. Das ist deine Aussage, die musst du hier noch unterschreiben. Du tust das Richtige, Benny. Er hat unterschrieben. Gut. Ich werde Sie im Auge behalten, Herr Hoffmann. Und sollte Ihr Betragen auf der Akademie in irgendeiner Form zu Klagen Anlass geben, werde ich das erfahren. Also das heißt, ich darf auf die Akademie? Wenn Sie wirklich Polizist werden wollen, sehe ich keine andere Möglichkeit. Danke. Sollt ihr nach Hause fahren? Nein, musst du nicht. Ich nehme den Bus. Was habe ich gesagt? Er ist ein guter Junge. Hm.
Entschuldigung, darf ich mal durch? Entschuldigung, sorry, Entschuldigung. Penny! Benny! Was ist passiert? Benny! Lamia versagt, Lamia hat ihn überfahren. Was? Sie hat ihn mit dem Seil gefesselt, geknebelt und dann die ganze Nacht da auf dem Stuhl sitzen lassen, ohne Kleider. Was, nackt? Und das da an der Tafel ist auch scheiße. Ja, wie soll sie das denn gemacht haben? Lamia ist doch ein Kopf kleiner als Benny. Sie kann Karate, außerdem hatte sie nicht die Wut im Bauch. Ja, aber Benny hätte gar nichts getan, er war bei dem Brandanschlag noch nicht mal dabei. Erstens wissen wir gar nicht, ob das stimmt. Und zweitens sind Anne und Duffy schon aus dem Verkehr gezogen worden. Auf Benny hatte sie noch Zugriff. Sie wusste, wo sie ihn findet. Er hat die gleiche Adresse wie die beiden. Oh Gott. Das ist nicht lustig. Nicht schon. Sorry. Die Wichser haben Bobby Gitte auf die Intensivstation gebracht. Soll ich jetzt Mitleid haben, wenn einer von denen mal eine Nacht nackt auf einem Stuhl pennen muss? Nee. Ein kleines Mädchen, das sich in die Hosen scheißt. Darauf warten die doch nur. Wer sind die Typen? Was wollen die von dir? Das haben sie mir neulich auf den Tisch gelegt. Was ist das? Eine Botschaft, schätze ich. Die wollten mich umbringen, nicht Barbara Ginto. Die Hitze, die Atemnot, das ganze Kohlenmonoxid. Was dagegen, wenn ich eine rauche? Wo haben Sie das her? Das? Ach, das ist nur ein Erbstück. Von meinem Nazi-Urgroßonkel Adi. Ich muss immer an ihn denken, wenn ich eine rauche. Weil er so ein toller Kerl war? Nee, weil er Lungenkrebs krepiert ist. Findest du es witzig? Irgendwie schon. Sie nicht? Ich find's witzig. Sie werden beschuldigt, eine Mitschülerin gemobbt und schikaniert zu haben. Wirklich? Wen denn? Außerdem glauben wir, dass ihr Bilals Laden angezündet habt. Gemeinschaftliche schwere Brandstiftung und Tateinheit mit schwerer Körperverletzung. Cool. Haben Sie dafür auch Beweise? Wo waren Sie gestern Abend zwischen 20 und 21 Uhr? Ich? Ja. Zu Hause. Kann das noch jemand bestätigen? Ich. Ich war auch zu Hause. Na, so ein Zufall. Sie können auch gerne unseren Mitbewohner fragen. Ihr habt bestimmt viele Freunde, die wir fragen können. Sehr viele Freunde. Okay. Dann erzählt ihr uns jetzt ganz detailliert, was ihr gestern wann und wie gemacht habt. Und dann fahren wir zu euren Mitbewohnern und fragen ihn, ob er den Abend ähnlich in Erinnerung hat. Einverstanden? Klar. Zu ihrer Zeit, die dabei drauf geht. Hättest du nicht eigentlich mitkriegen müssen, in was für Kreisen dein Neffe sich rumtreibt? Ich hab ihn doch so lange nicht gesehen. Und dann tust du ihm so einen Riesengefallen. Er war früher so ein guter Junge. Ich habe ihm immer Polizeigeschichten erzählt. Dann haben wir Rangabzeichen für seine Kaninchen gebastelt. Na, vor 10 Jahren. Menschen ändern sich. Ja, aber doch nicht so. Ein Mensch kann sich doch nicht so total grundlegend verändern. Die Brille ist zu viel, oder? Ich habe irgendwie das Gefühl, du nimmst mein Problem nicht ernst. Du hast überhaupt kein Problem, Hannes. Du gehst einfach zu Frau Küppers und sagst ihr, sie soll das alles wieder rückgängig machen. Nachdem sie sich gerade für ihn eingesetzt hat, wie stehe ich denn jetzt da?
Und was glaubst du, wie sie dasteht, wenn rauskommt, dass sie einen Nazi protegiert? Gott, das ist ein Albtraum. Wo habt ihr die Pizza bestellt? Das war Tiefkühlpizza, die haben wir nicht bestellt. Und was habt ihr getrunken? Ich Cola und Arne und Duffy Bier. Nach dem Essen? Bin ich auf mein Zimmer gegangen, hab meine Kaninchen gefüttert. Wann war das? So gegen 10. Ihr habt euch abgesprochen, oder? Deine Kollegen haben dich angerufen und dir gesagt, was du uns erzählen sollst. Nee, mich hat niemand angerufen. Ich habe mein Handy heute gar nicht eingeschaltet. Warum nicht? Weil mein Onkel mich die ganze Zeit anruft und ich habe keinen Bock, mit ihm zu reden. Darf ich das Handy mal sehen? Klar. Nationale Staffel Nord. Was ist denn das? Irgendeine Gruppe. Wie ist die PIN? 2004. Was denn für eine Gruppe? Keine Ahnung, dann müssen Sie Arno und Duffy fragen. Frag aber dich. Ich habe mit denen nichts zu tun. Die sagen mir nicht, was sie machen. Also entweder du bist wahnsinnig naiv oder dumm wie 10 Meter Feldweg. Du hattest 10 Anrufe, die von unserer Wache ausgegangen sind. Ja, mein Onkel, sag ich ja. Was für ein Onkel? Mein Onkel Hannes. Dein Neffe ist ein Neonazi? Das kann man doch jetzt so nicht sagen. Wir haben eine 2 Meter breite Hakenkreuzflagge in seinem Wohnzimmer sichergestellt. Das ist nicht seine Flagge. Das ist genau genommen noch nicht mal sein Wohnzimmer. Warum nimmst du ihn in Schutz? Er deckt die Typen, die Medis Laden angezündet haben. Das wissen wir doch gar nicht so genau. Vielleicht sind die Kerle völlig harmlos, vielleicht hat Lamir gelogen. Mann, Krabbe! Die Signatur auf ihrem Grabsteinfoto ist identisch mit der Schmierei am Tatort. Sogar der Rechtschreibfehler ist derselbe. Ja, da kommen noch 1000 andere Tatverdächtige in Frage. Legastheniker, Ausländer, Jugendliche aus Bildungsfernen. Frau Sieveking, Herr Denning, würden Sie mich bitte mit Herrn Krabbe allein lassen? Verraten Sie mir eins. Was haben Sie sich dabei gedacht? Frau Küppers, ich schwöre Ihnen. Ich bin genauso schockiert wie Sie. Ich weiß nicht, was mit meinem Neffen los ist, aber ich verspreche Ihnen, ich bringe das wieder in Ordnung. Ich habe auch schon eine Idee. Bitte nicht. Ich muss nur mit Benny reden. Und wenn seine Freunde wirklich die Brandstifter sind, dann kann er uns helfen, sie zu überführen. Er ist derjenige, der Sie mit einem Alibi beschützt. Ja, aber wenn er sein Alibi zurückzieht, dann haben wir die alle im Sack. Warum sollte Ihr Neffe da mitspielen? Ich bin sein Onkel. Er vertraut mir. Er geht nicht mal ans Telefon, wenn Sie ihn anrufen. Aber er weiß auch noch nicht, dass ich ihm diesen tollen Studienplatz besorge. Ich habe ihn diesen Platz besorgt. Und ich bin diejenige, die dafür zur Verantwortung gezogen werden wird. Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Küppers. Benny ist ein guter Junge. Ich kann ihn dazu bringen, uns zu helfen. Sind Sie sich da wirklich sicher? Ja. Also, eigentlich, prinzipiell. Ich glaube schon. Staffel Nord. Schon mal nichts. Mal. Könnte sowas wie eine freie Kameradschaft freie sein? Freie Kameradschaft. Daniel? Hm? Warum redest du eigentlich nicht mit mir? Wir reden doch gerade. Ich meine über deine Trennung. Du bist betrogen worden. Dein ganzes Leben ist zusammengebrochen und über all das hast du noch nie mit mir gesprochen. Ich habe nicht das Bedürfnis, darüber zu reden. Ja. Und was sagst du? Es sieht leider nicht so gut aus. Wieso nicht? Ja, es gibt Vorschriften und du hast in dem Test eben nicht gut abgeschnitten. Es tut mir leid. Ja, gut, was soll ich machen? Ich bin nicht der König von der Polizei. Wir leben hier in einem demokratischen Recht. Ja, aber wem sage ich das?
Ist das Mucki? Der muss inzwischen schon uralt sein. Es ist nicht Mucki. Es ist Siegfried. Mucki hat vor 3 Jahren Selbstmord begangen. Wie bitte? Ist mit dem Kopf in die Gitter und hat sich selbst erwürgt. Boah, das ist doch furchtbar. Der Tierarzt hat gesagt, die Einzelhaltung war nicht gut für ihn. Deshalb habe ich Siegfried 1 hier auch zusammen mit Siegfried 2 und 3 gekauft. In der Gruppe fühlen sie sich einfach am wohlsten. Benny, wir müssen mal reden. Sagt Beule zu mir. Nee, Beule ist kein Name, das ist eine Kopfverletzung. Alle meine Freunde nennen mich Beule. Das sind echt deine Freunde? Das sind Nazis. Wenigstens sind sie da, wenn ich sie brauche. Das ist unfair. Ich habe wirklich versucht, dir zu helfen. Du hast dich die letzten 10 Jahre nicht um mich gekümmert. Du hast nicht mal mitgekriegt, dass Mucki gestorben ist. Und jetzt auf einmal kommst du an und willst mir sagen, wer meine Freunde sind? Ich verstehe ja, dass du enttäuscht bist, aber mit der Akademie, das ist nun mal nicht so einfach. Du lässt dich von einer Frau rumkommandieren. Das ist mega peinlich. Es ist vielleicht ganz gut, dass du kein Polizist wirst. Die deutsche Polizei ist sowieso am Arsch. Es gibt doch eh nur noch Knechte und Kanacken da. Ich warte einfach, bis euer ganzes Scheißsystem zusammenbricht. Mach's gut, Benny. Ich heiß Beule, verdammt nochmal! Hey. Wie geht's ihm? Rauchvergiftung und schwere Kopfverletzung. Sie haben ihn in ein künstliches Koma versetzt. Ich habe ein paar Sachen von Frauke mitgebracht. Die müssten der Mia passen. Ihre Eltern leben nicht mehr. Der Großvater ist alles, was sie hat. Vielleicht kommt er ja durch. Ja, vielleicht. Ach du Scheiße! Nee. Das ist nicht dein Ernst, oder? Wieso, gefällt's euch nicht? Also ich find's gut. Mal was anderes, ne? Bisschen frischer, nicht so spießig. Also, wenn du es gut findest. Ist ja die Hauptsache, ne? Man ist immer so schön, wie man sich fühlt. Ich gehe dann auch mal, ne? Ja, ich komm mit. Also normale Männer kaufen sich ein dickes Auto oder ein Motorrad, wenn sie in der Midlife-Crisis sind. Hör bloß auf, sonst macht das als nächstes. Also ich glaube, er kommt einfach nicht drüber weg, dass Caro ihn betrogen hat. Hat er mit dir darüber geredet? Wieso? Ich dachte, du bist die, mit der er redet. Habe ich auch gedacht, aber neuerdings schweigt er mich lieber an. Mach dir nichts draus. Männer reden nie über ihre Probleme. Frau Küppers, ich wollte mich bei Ihnen entschuldigen. Entschuldigen? Wieso? Wegen gestern. Sie hatten natürlich völlig recht. Mein Neffe, Benny. Errichten Sie ihm schöne Grüße aus. Seinem Studium auf der Akademie steht nichts im Wege. Was? Es wird erwartet, dass er sich im Sekretariat meldet, möglichst zeitnah. Dann kann er gleich zum nächsten Semester beginnen. Das war eine Ausnahme, Herr Grabbe. Ihnen zuliebe. Jetzt kann ich nur hoffen, dass Ihr Neffe uns beide nicht enttäuscht. Guten Tag! Herein. Moin, Frau Küppers. Wir kennen jetzt die Ursache des Brandes, die Kathi. Ich habe eine neue Frisur. Jetzt, wo Sie es sagen. Sieht irgendwie frischer aus, ne? Nicht so spießig. Was sagten Sie, war die Brandursache? Brandstiftung. Ist es sicher? Ziemlich. Gibt es einen konkreten Tatverdacht? Nicht direkt. Drücken Sie sich bitte etwas klarer aus, Herr Schirmer. Was ist los? Wir sollten den Staatsschutz informieren. Das muss eine ganze Gruppe gewesen sein. Einer kippt den Kanister aus, einer besprüht die Wand, ein paar Leute stehen Schmiere. Die hätten mal lieber jemanden mitnehmen sollen, der die deutsche Rechtschreibung beherrscht. Widerstand mit IE. Idioten. Das ist vielleicht ein Hinweis. Was ist für ein Hinweis? Keine Ahnung, irgendeine Nazi-Botschaft. Hilfe?
Wir sind blöd? Also die Nachbarn meinen, hier gibt's keine Nazis. Was glauben denn die Nachbarn, was das ist? Die sind alle eher geschockt. Medi Bilal scheint hier sehr beliebt zu sein. Klar. Aber wenn jemand seinen Laden abfackelt, kriegt keiner was mit. Wie geht's Herrn Bilal eigentlich? Unverändert. Hat er in letzter Zeit mal Stress mit Rechten? Keine Ahnung. Ich weiß nicht viel von ihm. Und seine Enkelin? Die haut mich beim Karate regelmäßig auf die Matte. Wenn ich ein Neonazi wäre, würde ich mir ein anderes Opfer suchen. Also wenn man sich den I-Punkt anguckt, dann ist das ein ziemlich charakteristischer Kringel. Willst du jetzt von Tür zu Tür gehen und einen Handschriftenabgleich machen? Der Teufel steckt manchmal im Detail. Ich war nicht schon mal vor, ich kann überhaupt nicht kochen. Wenn Bobby Gitt über diese Scheiße drauf geht, ist es meine Schuld. Du weißt genau, dass es nicht stimmt. Ich kenne die Typen, die es gemacht haben. Die sind in meiner Klasse. Weißt du noch, der platte Reifen? Das waren auch die. Ein Reifenblatt zu stechen ist was anderes, als einen Laden anzuzünden. Die haben ja auch schon die Bremse durchgeschnitten und den Lenker angesägt. Warum hast du nie was gesagt? Damit ich dastehe wie ein... Na gut. Wenn es jetzt zu privat ist, akzeptiere ich das. Über deine Haare, da hätten wir uns ja wenigstens mal unterhalten können. Wieso, das sind doch meine Haare. Ja, ich hätte dir vorher sagen können, dass blond bei dir bescheuert aussieht. Ich finde nicht, dass das bescheuert aussieht. Und im Übrigen irritiert es mich, wenn du da stehst und mich anstarrst. Darf ich jetzt nicht mal mehr neben dir stehen? Es ist eben so, dass ich mich nicht konzentrieren kann, wenn du da stehst. Alter, wo ist die Flagge? Die haben die Bullen vorhin mitgenommen. Das dürfen die gar nicht. Das ist eine private Wohnung. Warum hast du es erlaubt? Die haben mich nicht gefragt. Du Vollidiot, du hast dich voll verarschen lassen. Lass ihn in Ruhe. Roll hier nicht so rum. Und? Haben die Bullen das Alibi gekauft? Schon nach der Pizza aufgehört zu fragen. Mein Onkel nervt die ganze Zeit. Was will er denn? Mich treffen. Pass auf. Gehst hin und sagst ihm, dass er abgemeldet ist. Mach dich doch mal gerade. Dein Onkel tut gar nichts für dich. Er hat dich immer nur im Stich gelassen. Was machen wir jetzt? Gar nichts. Was willst du machen? Die hängen wir schon wieder auf. Irgendwann. Wenn die Zeit gekommen ist. Hallo, Benny. Wolle. Schön, dass du da bist. Was soll ich hier? Ich will dir was zeigen. Komm mit. Meine Chefin hat erreicht, dass du die Akademie besuchen darfst. Was? Sie hat sich für dich eingesetzt.
Ja, aber du hast doch gesagt, dass... Sie hat sich's anders überlegt. Weil ich ihr gesagt habe, dass du ein guter Polizist wärst und dass sie sich auf dich verlassen kann. Du musst dir das langsam mal überlegen, Benny. Ob du ein anständiger Mensch werden willst oder ob du lieber den Helden für deine sogenannten Freunde spielen willst. Aber meine Freunde sind doch auch anständige Menschen. Was findest du bloß so toll an diesen Typen? Dass wir zusammenstehen. Dass wir füreinander da sind, ganz egal, was passiert. Und dass wir wissen, wohin wir gehören. Siehst du den Mann da? Der wusste auch ganz genau, wo er hingehört. Der war Schneider. Jetzt hat er kein Gefühl mehr in seinen Händen, weil eine wichtige Region in seinem Gehirn beschädigt worden ist. Und er kann nie wieder eine Nähmaschine bedienen. Und? Ist das jetzt mein Problem? Ich weiß nicht, wie du dich fühlst, wenn du das so siehst. Aber ich an deiner Stelle, ich würde mich richtig scheiße fühlen. In Indien ist das Hakenkreuz ja sowas wie ein Glückssymbol. Pack das Ding weg, Mensch. Wenn das jemand sieht, der denkt doch, du bist übergeschnappt. Bist du übergeschnappt? Nee, fahr doch runter. Das ist ein Polizeirevier. Wie siehst du denn aus? Ich war beim Friseur. Ja, aber warum? Ist mal was anderes? Irgendwie frischer, nicht so spießig. Ach, Daniel, hast du irgendwas rausgekriegt da wegen dieser Nationalstaffel? Nationalstaffel Nord. Mhm. Das war gar nicht so leicht. Im Netz gibt's die fast gar nicht. Der Verfassungsschutz vermutet aber, dass es sich um die nationale Staffel Hamburg handelt. Sind sie nicht letztes Jahr verboten worden? Genau. Da benennen sie sich einfach um und machen weiter. Genau. Das passiert ziemlich oft. Deswegen sind diese freien Kameradschaften auch schwer zu greifen. Und was ist mit den beiden Jungs? Arne Schlorf und David Tacke. Blütenweiße Westen. Alle beide. Keine Vorstrafen, gar nichts. Sicher? Sonst wären die gar nicht durch das Auswahlverfahren gekommen. Das sind Polizeianwärter. Was macht der denn hier? Wieso, wer ist denn das? Krabbes Neffe. Und das Alibi von Schlorf und Tacke. Oh. Jetzt wird's interessant. Herr Krabbe, Sie warten besser draußen. Aber soll ich mich doch vielleicht? Wir kommen schon allein zurecht, danke. Nehmen Sie Platz, Herr Hofmann. Sie wollen eine Aussage machen? Dann schießen Sie mal los. Also ich habe mich ja beworben bei der Polizei. Beim Einstellungstest. Mich interessiert, warum Sie Herrn Schlorf und Herrn Tacke ein falsches Alibi gegeben haben. Das will ich ja gerade erklären. Also beim Einstellungstest, da war ich ja jetzt nicht so gut. Und da waren ganz viele Kanaken. Also Türken und Araber und sowas. Und die sind fast alle weitergekommen. Wahrscheinlich, weil sie bessere Leistungen erbracht haben. Aber Arno und Duffy, die fanden das ungerecht, dass jemand wie Lamia weiterkommt und ich nicht. Und deshalb zünden sie ihr Haus an und bringen ihren Großvater fast um. Warum wollen sie Polizist werden? Ich? Ja, Sie.